Jo Leute, willkommen zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Es ist so schön. Wir haben gedacht, wir besuchen mal diese Woche den John in Berlin, also den anderen John, nicht den John hier. Und da dachte ich, nehme ich euch einfach mal mit und schau mal so, was bei John so alles abgeht, wie seine Wohnung aussieht. Ich wette, ihr kennt das bestimmt sowieso schon, weil ich seine Videos gesehen habe. Außerdem wollen wir die ganze Zeit mal Pokémon sammeln hier in Berlin und wir haben hier auch schon ein paar Taubsis gefunden. Hier sind auch voll viele Taubsis da hinten. Check mal die Taubsis ab. Ich habe leider keinen Ball dabei, aber sonst würde ich irgendwas auf die werfen. Krasser Shit, so, wir sind jetzt in Junis Wohnung. Ist das die Maus? Das ist aber niedlich. Sagst du nichts? Ich habe euch ja noch eigentlich gar nicht gesagt, was wir hier machen. Und zwar drehen wir heute mit dem Juni. Wir haben hier dafür ein paar coole Kostüme besorgt und Lampen natürlich, die nicht fehlen dürfen. Checken wir mal ab, was es so alles gibt. Okay, Planänderung, wir drehen doch nicht, weil wir einfach gerade eben hier Armageddon-Wetter in Berlin hatten. Ich habe es leider nicht mit aufgenommen, weil wir einfach ohne Kamera im Auto saßen und mega viel Stress hatten und so weiter und so fort. Hier war alles überflutet. Die ganze Location wurde abgeriegelt, deswegen konnten wir da nicht drehen und müssen deswegen morgen früh drehen. Und was wir jetzt machen, ist... Bam. Catch it! Ja, ich habe gehört, hier ist so ein ganz seltenes Pokémon namens Pokéjohn. Mein Ei schlüpft. Komm schon. Was? Ich habe einen scheiß Taubsi bekommen und das ist sogar auch nur 68. Nebulak. Ultra Ball für Nebulak? 450 stark gewesen. Der hat zwei Entwicklungen, ne? Glaube ich, oder? Dann wird der direkt mal entwickelt. Jetzt? Was zur Hölle ist das? Das sind ja voll die witzigen Dinger. Oh, das kenne ich noch. John, kannst du den Juni kurz küssen? Boah, Alter, direkt harte Romance am Start, okay. Boing, 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 boing. Pokémon-Jagd ist echt so die beste Sightseeing-Tour, die man machen kann. Du kommst an so vielen krassen Orten vorbei. Leute, da wandern wir jetzt hin, da wo dieses Triple-Ding ist. Es ist der nächste Tag und wir fahren jetzt zu John Kims Dreh für die Reiskorn-Saga. Und der Junge kann es einfach nicht lassen, Pokémon Go zu zocken. Musikbunker ist das, ne? Das Musikbrauerei. Was wird denn hier gebraut? Musik? Okay, sorry. Naja, jedenfalls ist das unsere Drehlocation. Oh, what the fuck? Weißt du auch, wenn ich dich treffen würde? Stell dir mal vor, da kommt jetzt irgendwas durch, so an. Mega cool, stell dir mal vor, irgendjemand würde jetzt hier raus... Boah, es ist so dunkel, mein Auge sieht einfach nichts, aber die Kamera sieht so eine Menge. Ich muss jetzt aufs Klo und hier ist die Toilette. Ja, ich schaff das. Hauptsache hier ist niemand drin. Superman! Nice! So sehen wir jetzt am Ende aus. Meine finale Form! Nochmal. Oh, das sieht voll geil aus. Oh, shit. Oh, Mann. So, Leute, mehr konnte ich leider nicht mitnehmen, weil wir unseren Flug erwischen mussten und uns voll beeilen mussten. Deswegen konnte ich nicht so viel behind the scenes machen. Und jetzt warten wir gerade auf Saxi. So, Leute, wie ihr seht, bin ich jetzt wieder in Köln. Oh,
What the fuck? Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr gerne als nächstes von mir sehen wollt. Und stellt mir einfach ein paar Fragen für ein Frage-Antwort-Video. Und vergesst nicht, das Hauptvideo von John abzuchecken. Ich habe einen Link in der Videobeschreibung hinterlassen. Und wir sehen uns dann einfach nächste Woche.